Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Genau, gib uns ein bisschen Erleuchtung, das ist nett von dir. Das ist gut. Wir sehen, dass unsere Kinder heute da sind. Das Ferienprogramm geht erst nächsten Sonntag wieder weiter. Seid einfach relativ entspannt und genießt es, mit uns zusammen Gottesdienst zu feiern. Ich habe für euch eine super Geschichte, die mit meiner Predigt zu tun hat. Und zwar ein von Kopfweh geplagter französischer Fischer aus Saint-Tropez ist jahrelang nicht zum Arzt gegangen, so schreibt dieser Zeitungsartikel vom 29.05.94. Aber irgendwann war der Schmerz so groß, dass er denn doch den Arzt besucht hat. Und der Arzt stellte bei ihm fest, dass der Kopfschmerz daher rührte, dass er seit 16 Jahren mit einer Zuchtperle im Ohr lebte. Wie kommt eine Perle ins Ohr? Seine Ehefrau fiel daraufhin wieder ein, dass ihre damals zweijährige Tochter vor 16 Jahren beim Spiel eine Perlenkette zerbrochen hatte. Eine der größten Perlen war in das Ohr ihres Vaters gerollt, als er seinen Mittagsschlaf hielt. Trotz jahrelangen Suchens blieb die Perle irgendwie verschwunden. Was für eine blöde Geschichte. Stell dir das mal vor, da leidest du jahrelang an Kopfschmerzen, traust dich aber nicht zum Doktor zu gehen und du hast das Geld für einen Doktor schon lange im Ohr. Der hatte schon alles, was er brauchte. Aber der war sich seiner Schätze gar nicht bewusst. Alles, was er hätte tun müssen, war den Doktor besuchen. Der hätte die Perle rausgeholt, das hätte für den Doktor gelangt und er hätte sich 16 Jahre Ärger gespart. Stell dir mal vor, was passieren könnte, wenn du entdecken würdest, dass es Schätze gibt in deinem Leben, die du schon lange bei dir trägst. Du weißt bloß noch nichts von deinem Glück, weil du ganz offensichtlich noch nicht gelernt hast, das rauszufiltern. Als der große Ölboom in Amerika ausbrach, kam das in Pennsylvania in einem Staat dort deshalb zum Tragen, weil es Landwirte gab, die in einer Dürreperiode verzweifelt nach Wasser suchten. Und beim Bohren stießen sie auf was? Genau, und die haben sich furchtbar geärgert, weil das hat hier ihren ganzen Ackerboden, der sowieso schon ausgedörrt war, noch mit so einer eklig schwarzen Schicht überzogen. Und sie waren total sauer über diesen Mist, der da auf ihren Äckern lag. Bis irgendeiner auf die glorreiche Idee kam und plötzlich feststellte, Freunde, lasst uns nicht mehr mit dem Trecker den Acker bearbeiten, sondern lasst uns Öl fördern. Das braucht A, weniger Kraft und hat viel mehr Gewinn, als dass wir uns da mit Hammer und Pickel und Schaufel abasten. Da lag der Gewinn schon die ganze Zeit da. Die wussten nur nichts von ihrem Glück. Warum nicht? Weil sie auf ihre Dürrekatastrophe konzentriert waren. Oder wie in dem Beispiel von unserem Freund hier, der war auf seinen Kopfschmerz konzentriert. Dass in seinem Kopfschmerz schon die eigentliche Lösung beinhaltet sein konnte, auf den Gedanken ist er überhaupt nicht gekommen. Denk gut drüber nach. Wenn du heute Morgen das Wort Gottes hörst, ob das nicht der Gedanke ist, den Gott versucht, dir ganz, ganz massiv klarzumachen, dass Gott schon längst die Lösung für dich hat, du sie vor lauter Problemzentrierung überhaupt nicht siehst. Stell dir vor, dass Gott dich mit hineinnimmt in einen Lösungsweg, der für dich Riesendimensionen der Freiheit öffnen wird, du aber bisher so konzentriert bist auf deinen Mangel, dass du gar nicht mitkriegst, dass Gott schon längst was anderes vorhatte. Und ich lade euch ein, mit mir einen Text anzuschauen, den wir im 2. Könige finden, wo Gott versucht, einer Frau klarzumachen, hey, ich habe für dich schon längst die Ölfelder vorbereitet, ich brauche nur einen, der bohren will. Ich habe für dich den Reichtum schon längst vorbereitet, ich brauche nur jemanden, der mir vertraut. Es ist bis heute so, dass wenn Nomaden durch den Sinai ziehen, dann wissen sie, dass in diesen Steinen, in diesen riesen Felsformationen, unten ist Granit und ist da Sand und Kalkstein drauf, dann wissen diese Nomaden, wenn sie mit ihren Herden durchziehen, dass sie auf diesen Felsen schlagen müssen. Warum schlagen die auf den Felsen? Weil die Jungs durch Erfahrung klug geworden sind. Dieser Kalksandstein wird durchzogen von sogenannten Röhren. Und in diesen Röhren bei Feuchtigkeit und Tau sammelt sich das Wasser. Und wenn die dann mit ihrem Stab reinschlagen auf diesen Felsen und so eine Ader treffen, dann sprudelt das Wasser raus.
Die gucken sich also nicht nur den Felsen an und gucken sich ihre Wüste an, sondern sie sind konzentriert darauf, dass es mitten in diesem scheinbar Unmöglichen es schon die Lösung gibt. Sie müssen sie nur anbohren. Und ich möchte dich herausfordern, heute Morgen genau diesen Gedanken nicht mehr aus deinem Herzen zu lassen, dass wenn es irgendeine Notsituation in deinem Leben gibt, Gott die Lösung schon mitgeliefert hat. Lass den Gedanken nicht raus. Wenn Gott dich in eine Herausforderung reinkommen lässt, dann hat er die Lösung mitgeliefert. Unser Problem besteht darin, dass wir unsere Augen öffnen müssen, um das zu entdecken. Und deshalb möchte ich dich mit diesem Text konfrontieren. Da heißt es in 2. Könige 4, und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubige gekommen und meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Typische Situation, da ist jemand, der Gott dient und ganz offensichtlich bedeutet Christsein nicht, dass deswegen das Leid immer an dir vorbeiläuft. Ich würde so gerne so eine Theologie vertreten wollen, weil sie meinem Herzen sehr nahe kommen würde. Ich würde gerne predigen wollen, wenn du Christ bist, ist alles klasse. Dann geht es nur noch auf rosaroter Wolke gen Himmel. Wenn du Christ geworden bist und du warst bisher 70 Jahre, dann regeneriert sich deine Haut, dass du aussiehst wie 20. Total super. Wenn du Christ geworden bist und du hattest eine ganz schreckliche Ehefrau, dann sieht die plötzlich aus wie Brigitte Bardot in ihren besten Zeiten. Ja, wenn du Christ geworden bist und du hattest bisher Schuhgröße 52, ab dahin hast du nur noch 42. Ich würde mir wünschen, wenn wir so ein Evangelium verkündigen könnten, dass wenn man Christ wird, dann ist plötzlich alles happy, clappy und klasse und du kannst so mit Halleluja-Gesängen gen Himmel ziehen. Freunde, das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht und das stimmt bei dieser Frau auch nicht. Und alle, die ihr schon ein bisschen länger im Geschäft der Nachfolge mit Jesus seid, ihr habt das festgestellt, stimmt's? Wenn man Christ geworden ist, heißt das nicht, dass du plötzlich abonniert hast, nur noch mit einem Strahlen im Gesicht durch die Welt zu laufen. Das ist einfach definitiv nicht wahr. Und diese Frau erlebt das hier. Ihr Mann, ganz offensichtlich irgendwer, der mit pastoralem Dienst zu tun hatte, stirbt. Und dieser Mann war dafür zuständig, dass Versorgung zu Hause war und der war dafür zuständig, dass die Beziehung zu Gott stimmte. Und beides fällt weg und mit Mal beginnt diese Frau in ein Riesenloch zu fallen. Nicht nur in ihrer Gottesbeziehung ist irgendwas schiefgegangen, sondern auch in ihrem ganz materiellen, normalen Lebensstil wird die Frau plötzlich arm. Und sie macht das, was man tut, wenn man feststellt, dass die alten Sicherheiten nicht mehr funktionieren. Sie versucht, mit ihrer eigenen Kraft gegen anzuarbeiten und merkt, das funktioniert nicht. Sie verschuldet sich so brutal, dass die Schuldner am Ende kommen und ihre Söhne als Sklaven wollen. Nimm das mal rein und versuch das mal geistlich in dein Leben zu übertragen. Was passiert, wenn du dich auf die falschen Sicherheiten verlassen hast? Wenn dein Ehepartner deine Sicherheit ist, dann bist du irgendwann verlassen. Wenn dein Job oder deine Gemeinde deine Sicherheit ist, was passiert, wenn deine Gemeinde plötzlich den falschen Kurs kriegt? Das kann passieren, stimmt's? Und dann? Was ist, wenn die Leute, die du dir zu Vorbildern gemacht hast, wie diese Frau ihr Ehemann war ihr Ein und Alles, das war ihr heiliger Götze, und der heilige Götze versagt plötzlich? Und dann ist dein Glaube auch am Ende? Denk gut drüber nach, wo lag die Sicherheit dieser Dame? Sie kommt nachher zu dem Mann Gottes, zu Elisa, und sie sagt zu ihm: Dein Knecht, der den Herrn fürchtete. Als ich das las, habe ich gedacht, und was ist mit dir? Was ist mit dir? Was macht deine Gottesbeziehung? Wie oft definieren wir unseren Glauben über unseren Ehepartner oder über irgendwen? Wie oft habe ich gehört, wissen Sie, ich bin auch religiös, ich hatte eine Oma, die war ganz gläubig. Hey, Moment. Ist die Oma der entscheidende Faktor, der eine Gottesbeziehung hat, oder du? Dir nützt deine Oma wenig und dein Opa, der fromm beten konnte. Das, was du brauchst, ist deine Beziehung zu Jesus. Und diese Frau entdeckt plötzlich, und das ist der erste entscheidende Punkt, sie entdeckt plötzlich, meine Gottesbeziehung war gar nicht da, sondern ich habe mich immer über irgendwen definiert.
Und bitte sei ehrlich mit dir selber. Über wen definierst du deine Gottesbeziehung? Über die Gemeinde, über den Pastor, über den Ehepartner, über irgendeine Verwandtschaft, über eine fromme kirchliche Tradition? Über wen definierst du deine Beziehung zu Gott? Weil das wird entscheidend sein, wenn es drauf ankommt. Dann merkst du nämlich, wie deine Sicherheiten wegbröckeln und du plötzlich auf deine eigene Beziehung zu Gott geworfen bist. Und dieser Zustand kommt hier. Und ihr Lieben, das ist der gesündeste Moment in unserem Leben. Hier werden wir gesund. Wenn plötzlich alles wegbricht, was du dir vorgebaut hast. Und manche Leute kommen zu mir und sagen, wissen Sie, Herr Pastor, als Kind habe ich auch geglaubt. Da bin ich immer in Gottesdienst gegangen und ich war auch im Konfirmationsunterricht und es war immer alles super. Aber wissen Sie, dann bin ich älter geworden und dann ist mein Kinderglaube verloren gegangen. Und dann sage ich immer, super! Und dann gucken die mich immer ganz frustriert an. Wie, Sie finden das gut, dass mein Kinderglaube weggegangen ist? Jupp. Weil Ihr Kinderglaube, der reicht nicht. Sie brauchen schon einen Glauben, der erwachsen geworden ist. Und der Gott wirklich kennt. Als Kinder leben wir oft davon, dass wir, da finden wir He-Man und Superman auch toll, stimmt's? Und Jesus gehört in dieselbe Kategorie. Auch irgendwie Superman-mäßig drauf. Finden wir super. Klar. Und irgendwann merken wir, Opa hat immer gebetet und Oma hat immer gebetet, das war alles immer irgendwie richtig. Und Mama hat auch gebetet. Nur stellst du fest, die Herausforderung ist so groß, dass du lernen musst, selber zu beten. Mein eigener Schwager hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, hör mal, du musst für mich beten. Und dann habe ich ihn gefragt, Hartmut, wieso muss ich für dich beten? Ja, Oma ist tot, betet keiner mehr für uns. Und das merken wir in der Familie. Da sage ich, mein Freund, nun ist aber höchste Zeit, dass du lernst, für dich zu beten. Was macht deine Gottesbeziehung? Die Frau entdeckt was ganz Furchtbares. Dass sie sich bisher auf die sogenannten falschen menschlichen Götter verlassen hat. Wie oft höre ich das, wenn mir irgendwelche Ehepartner sagen, weißt du, ich würde gerne mit Jesus konsequent nachfolgen. Natürlich würde ich das gerne, aber weißt du, mein Ehepartner möchte ich nicht. Hey Freunde, schöne Grüße. Hat euer Ehepartner schon den Status von Jesus erreicht? Dann hast du einen Götzen zu Hause, egal wie nett er aussieht. Wenn dein Ehepartner wichtiger wird als das Wort Gottes, dann weißt du, wer bei euch zu Hause den Götzen hat. Und ich soll dir was sagen, entweder du schmeißt den Götzen raus oder Gott schmeißt den Götzen raus. Und das kann richtig bitter werden. So pass gut auf, wo ist der Götze? Und die Frau lernt plötzlich, ich muss dieser Situation ins Auge gucken. Ich kann es nicht mehr wegschieben. Wisst ihr, was das Tolle am Verheiratetsein ist? Habe ich neulich einen guten Spruch gelesen. Habe ich was gelernt. Warum hat Gott dem Mann eine Frau gegeben? Die Antwort war simpel. Damit er endlich jemanden hat, dem er die Schuld zuschieben kann. Dachte ich, sehr weiser Satz. Ja, super, endlich habe ich jemanden, dem wir die Schuld geben können. Hey, wie oft ist das so? Und wie oft ist das auch tatsächlich in dem Leben mit Jesus so? Freunde, ehrlich. Einer der häufigsten Sätze, die ich von Männern gehört habe, ist, weißt du, Pastor, ich habe zu Hause eine echte Arbeitsteilung. Ich verdiene das Geld und meine Frau betet. Sag ich, ey Jungs, irgendwas geht schief. Weil in der Bibel ist das andersrum, dass die Männer für die geistliche Priesterschaft zu Hause zuständig sind. Das kannst du nicht deiner Frau in die Schuhe schieben. Wie oft schiebst du dem anderen die Verantwortung zu? Und dann merkst du plötzlich, wenn es so eine elementare, so eine grundsätzliche Notsituation in deinem Leben gibt, wo du nicht mehr wegrennen kannst, wo du spürst, jetzt kommt die Herausforderung und jetzt bin ich gefordert. Wenn du so eine Situation erlebst, sag innerlich Halleluja, weil jetzt kannst du nicht mehr wegrennen und du kannst es niemandem mehr zuschieben, sondern jetzt beginnt Gott mit dir ein Wunder zu tun. Und da liegt der Riesensegen. Diese Frau begreift plötzlich, ich kann es niemandem mehr zudelegieren. Ja, sie merkt, diese ist nicht mehr so schlimm, Kosmetik funktioniert nicht mehr. Und diese Ausrede der Selbstbelügung, so nach dem Motto, ist ja nicht so schlimm, greift auch nicht. Und es gibt auch keine charismatischen Schmerzmittel mehr. Kennt ihr charismatische Schmerzmittel? Lobpreis hören bis zum Abdröhnen, ja? Oder zum nächsten Propheten rennen, hoffentlich hat der ein nettes Wort für mich.
Ja. Und du merkst, alles das funktioniert nicht. Warum? Weil Gott mit dir arbeiten will. Deswegen gibt es all die frommen Ausreden auch nicht. Das Zweite, was die Frau begreift, ist, sie kann nicht mehr in die Vergangenheit zurückflüchten. Kennst du das bei dir in deinem Leben, Vergangenheitsflüchter? Früher, als noch Pastor sowieso da war, Bruder superheilig, oh, da hättest du das mal erleben sollen, da war der Geist da und vibrierte. Aber heute, weißt du, die sind alle so flach und so oberflächlich. Hey, hör doch auf. Brauchst du eine Beziehung zum Herrn? Oder hast du nur über Pastor sowieso eine Beziehung zum Herrn? Denk gut drüber nach. Wenn alles so flach und verweltlicht worden ist, dann liegt das an dir und deinem Herzen und nicht an irgendwem. Diese Mentalität, früher war alles besser, die genieße ich immer, wenn ich als Pastor in irgendeine Gemeinde gehe, in der ich vor 5, 6, 7 Jahren Pastor war. Oh, ihr Lieben, das ist das Beste, was euch passieren kann. Wisst ihr, was passiert? Du kommst hin und alle sagen, endlich ist er wieder da. Damals als Matthias Pastor, oh, das waren Zeiten. Ich weiß davon meistens gar nichts. Aber ich sag dir was, je länger du wegbleibst, desto glorifizierter wird die Geschichte. Du, und irgendwann hängt sogar eine Ikone von dir irgendwo an der Wand. Ja, da müssen sie nur noch den Heiligenschein drüber malen, aber das reicht schon. Ist gewaltig. Und du musst mal alten Leuten zuhören, wenn die über Astpreisen reden, drieben. Ja, das waren Zeiten. Du, ich habe immer gestaunt. Ja, zuerst hatten die einen Hof von ich weiß nicht wie viel Hektar. Und je länger die Leute leben, desto größer wird der Hof. Das ist gewaltig. Wird immer doller und immer herrlicher. Ist immer klasse. In Wirklichkeit lügt man sich was in die Tasche. Die Vergangenheit wird glorifiziert. So wie bei dieser guten Dame. Und sie merkt, hey, diese Flucht, als mein Mann da war alles besser, das konnte sie sich sparen. Sondern jetzt war sie gefordert, zu sehen, wie sie mit Gott zusammen das Ding anpackt. Und es gibt so einen alten Spiritual bei den schwarzen Leuten, die haben ein Lied gesungen, das hieß, nicht der Pastor, nicht der Diakon, nicht irgendwer, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Herr, ich bin derjenige, der Gebet braucht, nicht irgendwer. Bei mir muss das anfangen. Und dann kommt der dritte Punkt bei dieser Dame. Sie erlebt in sich eine derartig heilige Verzweiflung, dass sie es satt hat, sich mit dem Status quo zu begnügen. Ich wünsche dir, dass du eine heilige Verzweiflung in dein inneres Herz bekommst über die Situation, in der du bist. Dass du sagst, Herr, ich will es nicht mehr mit Ausreden, ich will es nicht mehr in die Vergangenheit schieben, ich will das jetzt anpacken. Herr Jesus, es ist groß genug, der Schmerzpegel ist hoch genug, dass ich es anpacken will. Das sind die Situationen, wo Gott mit dir beginnt, ein Wunder zu vollbringen. Ich liebe einen Briefwechsel von Luther. Luther hatte einen Mitarbeiter, der hieß Friedrich Myconius. 1540 schreibt er dem einen Brief, weil der Bursche krank geworden ist. Hört ihr mal an, was der für eine zarte Ader hat, einen Kranken zu trösten. Pass auf. Ich befehle dir im Namen Gottes, dass du lebst, denn ich brauche dich, um die Kirche zu reformieren. Dies ist mein Wille und mein Gebet. Amen. Als Myconius diese Worte las, wurde sein Geist lebendig, sein Körper regenerierte und er lebte noch 6 weitere Jahre, sodass er Luther um 2 Monate überlebte. Habe ich gedacht, das war ein netter, glaubensstärkender Brief, oder? Hey, da kam was rüber von einem Geist, heiligen Geist der Verzweiflung. Gott, jetzt geht es los, wir hören auf mit dem halben Kram, jetzt packen wir das Ding an. Und tatsächlich, mir hat es gefallen, er wird in Bewegung gesetzt, der Gute. Was sagt Gott zu dieser Frau, wie sie ihre Situation verändert? Elisa bedeutet auf Deutsch, Gott rettet. Und dieser Elisa sagt zu ihr, was soll ich für dich tun? Wisst ihr, was ich ganz häufig entdecke, dass die meisten Leute genau wissen, was sie nicht wollen. Nur was sie wollen, wissen sie nicht. Wenn du dich immer auf das konzentrierst, was du nicht willst, was wirst du bekommen? Das, was du nicht willst. Denk gut drüber nach, wenn du dich immer auf das konzentrierst, was du nicht willst,
Du wirst genau das bekommen, was du nicht willst, weil da ist deine Hauptfokussierung drauf. So, deshalb sagt Gott zu ihr, der erste Punkt, wie das Problem sich verändert ist, was willst du? Mach dir mal klar, was du willst. Im Propheten Habakuk sagt Gott im zweiten Kapitel, hey, schreib dir auf, was du von Gott erwartest. Mach dir ein großes Plakat, schreib es auf, sodass immer, wenn du dran vorbeikommst, du es lesen kannst. Schreib dir auf, was willst du wirklich? Kennt ihr die Geschichte, wie Jesus diesen Mann am Teich Bethesda trifft? Und Jesus fragt ihn, und was sagt der Jesus zu ihm? Willst du gesund werden? Und was sagt er? Nee, das sagt er nicht. Er sagt nicht ja, sondern wisst ihr, was er sagt? Ich weiß auch nicht, was keiner da. Ich liege hier schon 38 Jahre und alle sind so böse. Typische Reaktion. Wir können darüber lamentieren, warum irgendwas nicht ist, wie es eigentlich sein sollte und wie wir uns das gerne wünschen. Nur sagen, was wir wollen, können wir nicht. Hör dir selber zu, wenn du betest. Oh Herr, du weißt, mein Mann ist so furchtbar und die Kinder sind noch schlimmer und überhaupt die Schwiegermutter. Wir wissen genau, was wir nicht wollen. Aber bitte fang an zu beten, was du willst, dass Gott in dein Leben hinein verändern soll. So mecker nicht immer darüber, was nicht richtig ist. Da kannst du noch die nächsten 20 Jahre vertun. Fang an zu beten, was ist wirklich, was Gott tun soll. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Ihr Lieben, denkt gut drüber nach. Jetzt ist Mitdenken angesagt, weil hier kommt eine riesen geistliche Offenbarung. Hier kommt der Herr und sagt zu ihm, zu dieser Dame, sag mir, was du im Haus hast. Die Lösung ist, das Erste, was Gott hier sagt, ist, hör auf zu meckern und fang an zu beten und darüber nachzusinnen, was du willst. Und das Zweite ist, richte den Fokus, richte den Brennpunkt, richte dein Denken auf das, was du hast. Was hast du, um die Not zu beenden? Was hast du an Möglichkeiten, an Ressourcen, an Dingen, die ich in dich, an Begabung und an Fähigkeit hineingelegt habe? Was hast du, um das zu verändern, was du an Not vor dir siehst? Bitte denk drüber nach, was hast du? Und jetzt lies mal die Antwort. Die Antwort ist klassisch. Was steht da? Die Frau aber sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus. Ja, hör genau zu, wenn wir den Satz gleich nochmal lesen. Aber das ist der erste Impuls, stimmt's? Wenn Gott irgendwas zu dir sagt, was ist unser erster Satz? Herr, ich bin klein, blind und blöd und trage noch eine Brille. Herr, doch nicht bei mir. Ist immer die typische Reaktion. Herr, ich doch nicht. Bitte, Herr, nimm, wen du willst. Gott, gib Erweckung in Deutschland, aber doch nicht mich. Herr, natürlich brauchen wir ein neues Haus. Nimm, wen du willst, aber doch. Dieses Getue. Typisch, oder? Kennst du das? Herr, natürlich wollen wir Heilung und Durchbrüche und Befreiung im Land. Na klar, Heiland, segne Bruder Pazani. Oder wen immer du willst. Weißt du, was der Satz ist, der immer kommt? Herr, ich hab nichts. Worauf bist du konzentriert? Auf deinen Mangel oder auf deine Möglichkeiten? Solange du dich auf deinen Mangel konzentrierst, passiert überhaupt nichts. Du bleibst genauso, wie du warst. Solange du dich in deinem Christsein auf deinen Mangel konzentrierst, wird Gott dich nicht beschenken. Solange du über deinen Mangel philosophierst und ganze Abhandlungen halten kannst, wird nichts passieren. Solange du deine Krankheit von vorne nach hinten hochsagen kannst, passiert nicht viel an Heilung. Solange du genau analysieren kannst, warum die anderen immer alle falsch sind, solange passiert bei dir gar nichts. Deine Konzentration auf den Mangel führt nur dazu, dass der Mangel immer größer wird und dass deine Gedanken immer mehr blockiert werden für das, was Gott eigentlich tun will. Wenn Gott es zulässt, dass du in eine Situation kommst, wo Not und Mangel ist,
dann lässt Gott nur deshalb die Situation zu, weil er dich in Reichtum und Fülle bringen will. Nochmal den Satz. Wenn Gott es zulässt, dass in deinem Leben Mangel und Not auftritt, dann nur deshalb, weil er dich in Fülle und Reichtum hineinbringen will. Wenn ihr jetzt ein bisschen von GT gelernt hättet, hättet ihr jetzt Halleluja sagen müssen. Weil das ist tatsächlich die Wahrheit. Als Gott zum Volk Israel sagt, während die in der Wüste sind, Jungs, ich möchte, dass ihr eine Stiftshütte baut und ich will, dass ihr die mit Gold überzieht und ich will, dass ihr das in aller Herrlichkeit mit Silber und Krempelzeug und Edelstein baut. Was hat das Volk Israel gemacht? Haben die irgendwie Herzklabastern gekriegt? Die waren völlig entspannt. Weißt du warum? Weil Gott vorher ihnen schon gesagt hatte, bevor sie in die Wüste gegangen sind, bei wem sollen sie sich das ganze Zeug mitnehmen? Bei den Ägyptern, genau, die hatten das Silber und Gold und den ganzen Krempel bei den Ägyptern schon abgeholt. Wenn Gott zu dir mitten in der Wüste sagt, ey, fang an, was Großartiges zu machen, dann hat er schon lange vorher dafür gesorgt, dass du in der Situation der Not auch was in Bewegung setzen kannst. So erzähl nicht, dass der Herr kommt und dich mit einer Situation alleine lässt, sondern er kommt immer, um dich in Fülle hineinzubringen. Und nur wenn du diesen Gedanken verstehst, in deinem Herzen mit Glauben wirklich ergreifen kannst, siehst du, wie Gott eine Dimension des Wunders öffnet für dich. Und unsere Riesennot ist, wir bleiben an unserer Mangelsituation stehen und lassen uns von dem Mangel wie von einem Riesen, wie bei Goliath, der wird immer größer. Anstatt zu begreifen, ich diene doch nicht einem absolut masochistischen, boshaften Gott, der sich händereibend im Himmel freut darüber, dass wir endlich in der Situation sind, wo er uns richtig ans Reinbiegen kann. Sondern wenn Gott in dich in diese Situation hineinbringt, dann möchte er, dass du eine völlig neue Dimension seiner Liebe und seiner Möglichkeiten entdeckst. Das ist der Grund, der dahinter steckt. Als Gott diese drei Typen, Schadrach, Mesach und Abednego in Daniel 3 in den Feuerofen laufen lässt. Was war seine Absicht? Dass die Jungs ordentlich brutzeln. Nein, sondern wer die Geschichte liest, entdeckt was? Die gehen rein, die haben eine Jesus-Offenbarung und als sie aus dem Ofen rauskamen, haben sie die höchsten Ämter im Land bekleidet. Das war Gottes Absicht. Denk gut drüber nach. Wenn Gott dich in Situationen hineinbringt, wo es scheinbar ausweglos ist, dann ist immer die Dimension Gottes, dich in seine Fülle und Herrlichkeit hineinzubringen. Als David als kleiner Junge den Bären packen muss und danach den Löwen und als er den Goliath packen soll, was war die Quintessenz der Lehre, die Gott ihm beibringen wollte? Ich will dich zum König machen, wie es noch keinen gab, und du wirst alle diese Länder erobern. Und David breitete das Königreich aus wie niemand vor ihm. Gott bringt dich in die Situation deshalb hinein, weil er deinen Horizont unbedingt erweitern muss. Gott bringt uns als Gemeinde in diese Situation des Gemeindebaus, weil er unbedingt unsere kleine, enge Sichtweise groß machen will. Und er weiß genau, wir werden das nicht, wenn es uns sowieso zufällt, sondern wir werden es nur, wenn wir spüren, wir sind auf ihn geworfen und jetzt müssen wir lernen, ihm zu vertrauen. Und hier erweitern sich endlich die Grenzen. Das ist der Punkt Gottes. Habt ihr euch mal gefragt, warum in dieser Geschichte mit Jakob? Kennt ihr Jakob? Ja, 1. Mose und so. Jakob ist ein Oberschlitzohr und der kommt mit der Tour immer durch, bis er welchen Punkt erreicht, wo ihm Gott plötzlich begegnet, stimmt's? Der steht an diesem Fluss und dann ringt Gott mit ihm. Ich habe darüber nachgedacht, was bedeutet das, warum ringt Gott mit Jakob? Also wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich ihm eins rechts und links an die Backe gehauen und hätte ich gesagt, hör mal mein Freund, jetzt hört das Lotterleben hier aber auf. Fertig wäre die Erziehungsmethode gewesen. Warum nimmt Gott sich die Zeit und kämpft mit dem stundenlang? Und am Ende verrenkt er ihm die Hüfte. Die Frage ist doch, Gott, wieso machst du das?
Wieso lässt du mich in diesen Todeskampf kommen? Gott, wieso lässt du das zu, dass ich wirklich um mein Leben Angst haben muss? Weil wer die Geschichte bis zum Ende liest, was passiert ab diesem Zeitpunkt? Jakob erlebt die Veränderung seines Lebens. Er wird zu Israel, ein Kämpfer für die Sache Gottes, und er wird zu einem Vater des Glaubens. Und mit Mal öffnen sich die Dimensionen der Möglichkeiten Gottes und er kommt in die eigentliche Erbschaft rein. Nochmal, es ist immer derselbe Punkt. Wenn Gott dich in solche Situationen bringt, dann möchte er dich lehren, dass dein Geist, dass deine Möglichkeiten sich erweitern und du die Dimension der Herrlichkeit und der Fülle Gottes entdeckst. Und deshalb geht er zu dieser Frau. Und er lehrt sie und sagt, bitte, komm weg davon, deinen Mangel anzugucken, sondern konzentrier dich auf das, was du hast. Was hatte sie denn? Sagt sie hier. Ich hab nichts als nur einen Krug Öl. Darüber kann man sich jetzt gut unterhalten, oder? Was bedeutet ein Krug Öl? Also ich bleibe mal in der biblischen Terminologie. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Gottes, der in jeden Christen, wenn er von neuem geboren wird, einzieht, um ihm die übernatürliche Kraft Gottes zur Verfügung zu stellen. Warum hatte diese Frau bloß noch einen Krug davon? Ja? Wieso hast du so wenig von der Kraft des Heiligen Geistes? In Johannes 7 sagt die Bibel, dass wenn Gott seinen Heiligen Geist in uns ausschüttet, dann wird der Heilige Geist in uns eine Quelle. Und dann sagt Jesus zu den Nachfolgern, aus euch heraus, Johannes 7, die Verse 37 bis 39, aus euch heraus sollen Ströme, Flüsse lebendigen Wassers fließen. So Gott ist nicht derjenige, der dich begrenzt. Ganz offensichtlich, wenn nur noch ein Krug übrig geblieben ist, stimmt irgendwas mit der Gottesbeziehung nicht. Und wer in die Bibel reinschaut, der entdeckt, dass man den Heiligen Geist sehr wohl abstellen kann. Du kannst den Heiligen Geist betrügen. Der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Das heißt, wenn du unheilige Dinge tust, dann wird der Heilige Geist sich zurückziehen. Damit wird er nicht kooperieren. Du kannst mit deinem Lebensstil dafür sorgen, dass der Heilige Geist sich zurückzieht. Du kannst permanent das, was Gott dir eigentlich sagt und was du in seinem Wort erkennst, du kannst das mit Füßen treten und sagen, das steht zwar im Wort, aber für mich gilt das nicht. Ich mache das trotzdem anders. Das kannst du tun, aber dann wirst du merken, wie der Heilige Geist sich zurückzieht. Weil er wird nur das bestätigen, was von Gott kommt. Er wird nicht deinen Kram bestätigen. Er wird auch Sünde nicht bestätigen und du merkst, wie er sich immer weiter zurückzieht. Und es bleibt am Ende nur noch wie hier ein Krug Öl übrig. Es war wenig. Und ganz offensichtlich war er nicht nachgefüllt worden. Epheser 5 sagt ab Vers 18, werdet ständig neu voll Heiligen Geistes. Das heißt, wir können immer neu in die Gegenwart Gottes hineingehen. Und dann steht da, wenn man die Verse 18 und folgend liest, dass wir Gott anbeten sollen, dass wir mit Psalmen jauchzen sollen, dass wir ein Leben der Danksagung führen, dass wir ein Leben des Gehorsams führen und dadurch das schaffen, dass der Heilige Geist sich in unser Leben hinein immer wieder neu offenbart. Gott sagt, davon sollst du leben, dass du aus meiner Kraft lebst. Die Frau hatte nur noch einen Krug. Ganz offensichtlich war diese Nachfüllung, war diese Beziehung, war diese Enge und Intimität zum Vater im Himmel nicht wirklich gegeben. So vielleicht wie bei dir. Du stehst auch da und sagst, ey, wieso habe ich eigentlich immer Mangel? Lass mich dich das ernsthaft fragen. Lebst du in Heiligkeit? Weißt du, dass dein Leben mit Gott in Ordnung ist? Sind die Dinge einfach klar? Und das Zweite, bist du jemand, der wirklich den Herrn sucht? Guck einfach mal nach, wie viel Gebetszeit du erlebst, wie viel Zeit im Lobpreis du lebst, wie viel Zeit, Gita hat das heute Morgen angesprochen, du in der Hauszelle verbringst, wo du wirklich sagst, hey, ich will nicht nur einfach Sonntag im Gottesdienst sitzen, ich will lernen, mein Christsein im Alltag umzusetzen. Guck dir selber einfach zu und dann kannst du schon ein bisschen dafür sorgen, zu sehen, wo kommt's her oder warum habe ich so viel Mangel? Weil wenn der Heilige Geist kommt, füllt er dich. Und diese Frau erlebt das und ich finde das so faszinierend. Sie beginnt sich darauf zu besinnen, dass Gott zu ihr sagt, hör mal, du hast nicht nichts, sondern du hast meinen Heiligen Geist. Freunde,
Guckt euer eigenes Leben an. Was habt ihr alles geschenkt bekommen? Wir haben Jesus, stimmt's? Wir haben Erlösung. Wir dürfen den Heiligen Geist zu unserem Freund machen. Wir haben das Wort. Wir haben alles, was Gott uns in Jesus zur Verfügung stellt. So, sag nicht, dass du nichts hast. Du hast alles, wenn du willst. Was musst du tun? Und jetzt kommt der Schlüssel der Offenbarung. Was muss die Frau tun, damit der Mangel aufhört? Wir lieben immer diese Geschichte, stimmt, dass wir, und wir vergleichen das dann immer, ne? Und sagen, ha, im Neuen Testament, da gibt es die Geschichte mit der Speisung von der 5000 und so. Da kommt ein kleiner Junge, 5 Brote, 2 Fische, der Herr segnet das, wusch, und alles ist klasse. Ihr Lieben, hier funktioniert die Geschichte so nicht. Lies sie bitte genau. Wie beginnt sich das Wunder freizusetzen, nachdem die Frau begriffen hat, sie ist am Wunder absolut beteiligt? Bitte, ich möchte dir das sagen, wenn Gott ein Wunder tut in deine Situation hinein, macht er das niemals ohne dich. Gott übergeht nie deinen freien Willen, Gott übergeht nicht deine Persönlichkeit, Gott kommt nicht irgendwie geisterhaft über dich und zwingt dich dazu, irgendwas zu machen. Nichts davon stimmt. Gott arbeitet immer nur mit dir zusammen. Nur so funktioniert das Wunder, nur mit dir zusammen. Ich erlebe oft genug, dass Leute zu mir kommen, die leben einen total ungesunden Lebensstil. Dann kommen sie zu mir und sagen, oh Pastor, du musst jetzt beten, dass der Herr mich heilt. Ja Leute, so ein Gebet kannst du in die Pfeife packen. Ja, und dann kannst du da 2-mal dran ziehen und dann war's das. Das ist blödes Geschwätz. Gott arbeitet immer mit dir. Und wenn du nicht mitspielst, kann der Herr auch nichts tun. Und das ist in jedem Bereich so. Das ist so ähnlich wie, ihr kennt diese Geschichte, ich finde sie so süß. Von diesem Typen, der immer auf den Lottogewinn wartet, bis Gott irgendwann zu ihm sagt, hey mein Freund, kauf wenigstens ein Los. Ja, also tu wenigstens deinen Teil. So, das ist unser Punkt. Oh Gott, ich glaube, es wäre super, wenn du irgendwie aus Afrika, aus Hintertupfingen, irgendeinen vorbeikommst, der dann hier bei uns in Deutschland die Sache macht. Ich finde, das ist ja auch ein nettes Gebet, aber soll ich dir sagen, wie realistisch das ist? Gar nicht. So arbeitet Gott nicht. Ich war vor einigen Wochen bei einer ganz lieben Freundin. Sie ist gerade in Deutschland. Elke und ich, wir haben sie besucht. Sie arbeitet im Niger. Das ist nachweislich von der UN als das ärmste Land der Welt ausgezeichnet. In diesem Land ist man 90 und 99, ich weiß nicht wie viel Prozent, muslimisch. Und sie arbeiten da als Missionare. Und sie arbeiten da schon viele Jahre unter absolut harten Bedingungen, weil es gibt keine wirkliche Missionsgesellschaft hinter ihnen. Da gibt es einen Freundeskreis und der finanziert das mehr schlecht als recht. Und Renata und ihr Mann, sie beten und sagen, Gott, wir wollen was in diesem Land tun. Und das, was sie in ihren bescheidenen Möglichkeiten machen, tun sie. Und sie beten und sie dienen den Leuten. Und wenn du siehst, wie ausgemergelt die sind bei 40, 50, 60 Grad Hitze im Schatten und die arbeiten und rackern ohne Ende. Und sie haben gesagt, Herr, wir sind hier, aber wir haben keine Chance, wir werden dieses Land nie packen. Gott, was sollen wir tun? Und sie haben weiterhin treu ihren Job gemacht. Und eines Morgens sagt ihr Mann zu ihr, du, ich glaube, ich soll mal zur Regierung fahren, ich soll mal zu den verantwortlichen Leuten fahren und soll denen sagen, hey, wir brauchen ein christliches Fernsehprogramm hier im Niger. Und seine Frau schaut ihn an und sagt, was brauchen wir? Wenn du da hingehst, ey. Die hauen dir höchstens ein Holz auf die Rübe, aber das war's dann auch. Die werden extra warten, bis du vorbeikommst. Und wie willst du das bezahlen? Er sagt, das ist nicht mein Job. Ich glaube, Gott hat zu mir geredet. Also ist der hochgefahren in die Hauptstadt, ist bis in die entsprechenden Regierungskreise hochgegangen und hat ihnen seine Idee unterbreitet. Und zu seinem Schocker sagen diese Leute zu ihm, ja, wenn sie irgendwen finden, der das finanziert, haben wir keinen Stress damit. Das ist ja auch super, oder? Du gehst hin, hast einen Auftrag vom Herrn, gehst dann hin und dann kommst du sogar durch und am Ende vom Lied stehst du wieder mit welchen Möglichkeiten da? Genau, du warst genauso schlau wie vorher. Seit über 2 Jahren läuft jeden Sonntagmorgen eine halbe Stunde christliches Fernsehen im Niger und bestrahlt das gesamte Land und viele 100 Leute, die muslimischen Glaubens waren, finden zum Glauben. Unglaubliche Geschichte. Die Frage ist nicht, ob Gott kann oder nicht, das ist nicht das Problem, sondern die Frage ist welche. Findet er irgendwen, der das bisschen Wasser hat, in Bewegung setzt? Das ist Gottes Frage. Es war nie das Problem, dass Gott sich nicht vorstellen konnte, die Niger zu bestrahlen, stimmt's?
Aber Gott brauchte irgendeinen, der verrückt genug war, diesen Gedanken in sein Herz zu nehmen und nicht zu sagen, ich glaube, ich habe eine Fata Morgana, ich habe zu lange in der Sonne gelegen. Die glauben ja, bei mir stimmt's oben nicht, wenn ich da in diese Regierungsleute rangehe und denen erkläre, ich will da christliches Fernsehen im Land. Der war bereit, tatsächlich diesen Impuls Gottes aufzunehmen. Ihr lieben Freunde, das ist Gottes Art. Er sucht nach Leuten, die sagen, ich habe nur eine kleine Kanne, ich habe nur ein bisschen Kraft, aber das bisschen für Gott zur Verfügung gestellt, bringt das Wirken Gottes in Bewegung. Das war immer so. Und denk gut drüber nach, wenn du ein Wunder erbetest. Was hast du, ist die Frage Gottes an dich. Was hast du, das du einsetzen kannst? Wenn du einsetzt, was du hast, wird Gott die Fülle drauflegen. Aber lies das Beispiel bitte bis zum Ende. Worin bestand die zweite Herausforderung, als sie glaubte, dass Gott zu ihr geredet hat? Was musste sie besorgen? Leere Gefäße. Jetzt musst du dir die Situation vor Augen malen, damit du verstehst, was die Frau da eigentlich macht. Es ist Hungersnot im Land. Jeder knapst gerade rum mit allem, was er hat. Und jetzt kommt der Auftrag Gottes an dich, geh mal zum Nachbarn und sag, Entschuldigung, hast du ein paar leere Krüge? Also wenn die nichts hatten, aber leere Krüge, hatten sie in reicher Fülle. Weil die hatten nämlich alle nichts zu beißen und konnten alle in leere Krüge reingucken. Also an leeren Krügen hat es nicht gemangelt. Soll ich dir was sagen? Wenn wir in unserem Land irgendwas haben, dann haben wir genug leere Krüge. Menschen, die innerlich ausgeleert und trocken sind und darauf warten, dass der Heilige Geist in ihr Leben kommt. Sag nicht, dass wir im Land einen Mangel an leeren Krügen haben. Das stimmt einfach nicht. Es sind so viele Leute, die in ihrer Seele leer sind und danach schreien und sagen, Gott, wenn du irgendwo bist, bitte komm in mein Leben. Dich umsonst rennen sie zu Hunderten zu irgendwelchen esoterischen Veranstaltungen. Lies dir die Bücher durch, die auf den Markt kommen. Eins ist grausiger wie das andere. Die norwegische Prinzessin hat eine Schule aufgemacht, wie man mit Engeln in Kontakt kommt. 1500 Euro musst du zahlen, damit du den Kurs einmal durchlaufen kannst. Die Frau weiß jetzt schon nicht, wo sie die Anmeldungszahlen alle unterbringen soll. Freunde, unser Problem ist doch nicht, dass wir leere Krüge nicht genug hätten, sondern weißt du, was das Problem ist? Dass Gott so wenig findet, die ihren kleinen Krug nehmen und in die leeren Gefäße reingießen. Das ist Gottes Problem. Weil, liebe Freunde, wenn ihr das richtig gelesen habt, wie ist die Fülle freigesetzt worden? Da steht nicht, und plötzlich öffnete sich der Himmel. Eine übernatürliche, gewaltige, große Hand kam, nahm mit dem kleinen Finger den kleinen Krug und füllte ihn überall rein. Das steht da nicht. Sondern wie passierte das Wunder? Diese Dame musste ihren Ölkrug packen. Und sie musste beginnen, das auszugießen. Ich finde das so barmherzig. Wisst ihr, wo sie es gemacht hat? Nicht in aller Öffentlichkeit, stimmt's? Es hat mich beruhigt. Die hat alle Türen zugemacht. Keiner konnte gucken. Und dann goss sie das Zeug. Und ich dachte, ja, Herr, so ein Glaubensheld bin ich auch. Das schaffe ich auch. Wenn keiner zuguckt. Ja, niemand gucken kann, ob es funktioniert oder nicht. Dann bin ich ein echter Glaubensheld. Dann bin ich mutig. Und interessanterweise ist Gott barmherzig genug, das so zu machen. So, er überfordert dich nicht, wenn er dich herausfordert, die Dinge zu tun. Aber ihr lieben Freunde, wenn wir sagen, Gott, wir brauchen ein Wunder, unsere Not muss sich verändern, unsere Not in der Familie, unsere Not bei uns zu Hause, unsere Not in unserem Dorf, in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, in diesem Land, wo auch immer, dann wird Gott immer zu dir sagen, was hast du? Und dann nimm, was du hast. Und warte nicht auf irgendwen, da kannst du lange warten. Sondern was hast du? Ich hörte, vor ein paar Tagen gab es hier bei uns oben in Klingen einen Unfall. Und eine Schulkameradin von jemand aus unserer Gemeinde starb dabei. Und welche Gedanken ist durch meinen Kopf geschossen?
Hey, hat man dieser Mädel erzählt, dass es einen Retter gibt? Oder haben wir das bisschen Öl, das wir hatten, vergossen und die ist zum Teufel gefahren? Weil wir ihr nicht das, was wir hatten, erzählt haben. Denk gut über deinen Nachbarn nach. Du sagst, hey, ich bin nicht der Riesenglaubensheld, das macht nichts. Wenn du das bisschen, was du in deinem Krug hast, in Bewegung bringst, wird Gott das segnen und er wird das vermehren und es wird ausreichen. Das Wunder passiert nicht, indem du diesen Krug anguckst, sondern das Wunder passiert, wenn du das bisschen, was du hast, nimmst und es anfängst zu verteilen. Der Senfkorn-Glaube setzt sich dann frei, wenn du das Korn nimmst und es einfach pflanzt. Im Bewusstsein, dass Gott daraus was Riesiges machen kann. Aber wenn du es nicht pflanzt, passiert gar nichts. Wenn du die Bibel liest, dann gibt es ein Gleichnis, wo Jesus sagt, hey, da waren mehrere Leute, die hatten alle einen Pfund. Einige, die hatten ein paar mehr, aber in der Regel hatten sie wenigstens ein Talent oder einen Pfund bekommen. Was war Gottes Not? Gottes Not war nicht die Leute, die fünf hatten und fünf dazugewonnen hatten, sondern Gottes Not war, dass der eins hatte, so wie diese Frau, der einen Krug hatte mit Öl, dass die dieses Öl, dass er dieses Pfund vergraben hat, dass er es nicht genutzt hat, das war das Problem. Und Freunde, Gott erwartet von uns nicht, dass wir das Überdimensionale tun, sondern Gott erwartet, dass das Kleine, was er dir gegeben hat, dass du das in Bewegung bringst. Hier liegt der Schlüssel für Durchbrüche. Gott hat was in dich hineingelegt. Bitte denk drüber nach. Gott hat dir eine Familie vielleicht gegeben. Gott hat zu dir gesprochen. Vielleicht hat er sogar einen geistlichen Auftrag in dich reingelegt. Vielleicht hat Gott eine Not auf dein Herz gelegt. Vielleicht hat Gott dich mit irgendeiner Gabe gesegnet, die du in Bewegung setzen kannst. Ich habe keine Ahnung, was Gott alles in dich reingelegt hat, aber ihr lieben Freunde, wenn wir wollen, dass Gottes Fülle und Gottes Kraft sichtbar wird, müssen wir es in Bewegung bringen. Und als sie das tut, setzt sich die Fülle Gottes frei. Auf Deutsch, der Schlüssel, wie das Öl freigesetzt wird, ist, fang an zu dienen. Hey, ich habe aber nur so eine kleine Kraft. In meiner Bibel steht nicht, wie groß die Kraft ist. In meiner Bibel steht, fang an, das, was du hast, weiterzugeben. Da liegt der Schlüssel. Ich schließe mit einer meiner Lieblingsgeschichten, die ich gewaltig finde. Die meisten von euch kennen den Alpha-Kurs. Stimmt's? Nicky Gamble, schon mal gehört, das ist der Pastor da. Einer von vielen. Und er erzählt immer eine seiner Lieblingsgeschichten. Und seine Lieblingsgeschichte geht folgendermaßen. Eine ältere Schwester kommt zu ihm und sagt, Pastor Nicky, ich würde so gerne Gott dienen, aber ich weiß nicht wie. Tja, sagt der Schwester, das weiß ich auch nicht. Aber, sagt er, nutz doch einfach, was du hast. Was für ein schlauer Satz. Das ist so ein pastoraler Satz. Wenn du nicht mehr weiter weißt, mit dem Satz bist du immer richtig. Und was macht die Gute? Sie kommt auf folgenden scharfsinnigen Gedanken. Während sie zu Hause in ihrer stillen Zeit die Bibel liest, fällt ihr folgender Gedanke ein, nämlich, dass doch der Heilige Geist in ihr wohnt. Und wenn in Johannes 7 steht, dass der Geist aus uns herausfließt, ja, dann sagt sie sich, wie könnte der Geist aus mir rausfließen? Guter Gedanke. Und ihr Gedanke ist, das Beste, was ich tun könnte, ist, ich fahre U-Bahn. Weil ich kann U-Bahn fahren. Und ich werde mich in der U-Bahn, in diesem Waggon, darauf konzentrieren und gucken, wer sieht irgendwie komisch aus. Oder notbeladen oder wie auch immer. Und neben denen setze ich mich und im Gedränge merkt das keiner, dann lege ich meine Hand so auf. Und dann bete ich einfach, dass Gott irgendwas macht. Die Oma fand den Gedanken großartig. Und sie tat es viele Wochen, viele Monate. Und die Gemeinde wuchs und wuchs. Und bei den sogenannten Taufen erzählten die Leute immer ein bisschen aus ihrem Leben, wie sie denn zum Glauben gefunden hatten.
Und Pastor Gumbel erklärt das so und sagt, irgendwann waren wir alle so ein bisschen frustriert darüber, weil mindestens jeder Zweite, der sich zur Taufe anmeldete, erzählte, dass er ein Jesus-Erlebnis hatte, während er in der U-Bahn saß. Daraufhin haben die sich als Pastorenteam zusammengesetzt und sind U-Bahn gefahren, weil sie irgendwie gucken wollten, ob da irgendwas Frommes irgendwo steht oder wie auch immer das zusammenlaufen kann, dass die Kerle und Mädels sich da alle in der U-Bahn bekehren. Das gibt's doch gar nicht. Ist da irgendwas Besonderes? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Gibt's eine besondere Salbung auf der U-Bahn oder keine Ahnung? Er sagt, das hat uns wochenlang beschäftigt. Wir haben Sitzungen gehabt. Warum um alles in der Welt, in der Londoner U-Bahn, die Leute sich bekehren? Das kann doch nicht sein. Und irgendwann war die alte Dame krank. Und es war an ihm, die hatten so die Besuchsdienste aufgeteilt und er hatte diesen Bezirk und besuchte die alte Oma. Und wie sie miteinander ins Gespräch kommen, sagte zu ihr, Schwester, du hast mich doch mal gefragt, was man so für den Herrn tun kann. Was tust du denn so? Oh, sagt sie, Pastor Niki, ich fahre immer U-Bahn. Er sagt, das schlug bei mir ein, die fährt U-Bahn, 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 das war in seinem Kopf. Er sagt, Schwester, was machst du, wenn du U-Bahn fährst? Ach, sagt sie, Pastor, weißt du, immer wenn irgendeiner traurig oder krank aussieht, setze ich mich dagegen, leg die Hand drauf und bete einfach. Sagt der Schwester, wie oft machst du das? Oh, sagt sie, stundenlang jeden Tag. Er sagt, ich bin weggefahren. Ich saß in meinem Auto, die Tränen liefen mir übers Gesicht und ich habe gesagt, lieber Herr Jesus, bitte hilf mir. Diese Frau hat in den letzten Monaten mehr zum Glauben gebracht, als ich über die letzten 5 Jahre mit meinem Alpha-Kurs. Eine Oma, die glauben kann, dass Gott was durch sie tut. Völlig simpel, ohne besonders große Star-Allüren. Und die erreicht mehr, wie dieser Mann mit seiner ganzen Theologieausbildung und seinen super gut gestylten Alpha-Kursen. Stell dir das mal vor. Was kann passieren, wenn du begreifst, dass das bisschen, was Gott dir gegeben hat, für deinen Nachbarn vielleicht die Riesenoffenbarung ist? Für deinen Schulkameraden die Lösung ist, dass er nicht zum Teufel fährt wie dieses arme Mädel. Was kann passieren? Stell dir mal vor, du würdest anfangen, das weiterzugeben. Und dieses alte biblische Prinzip wird einsetzen. Wer über wenig treu ist, den wird Gott über viel setzen. Wir wünschen uns, das stimmt das, dass in unserem Leben eine Menge rauskommt. Lass uns doch anfangen, das, was wir haben, treu in Bewegung zu setzen. Freunde, und wir werden nicht nur dieses Haus füllen, wir werden das nächste Haus füllen und wir werden dieses Land füllen mit der Herrlichkeit Gottes. Unbedingt. Und es ist nicht, weil Bruder super, hyper, mega da ist, sondern weil du und ich, weil wir das bisschen, das Gott uns gegeben hat, in Bewegung setzen. Ganz zart habe ich es gehört, genau. Sag nochmal eine etwas lauter Amen. Das ist der Punkt. Und so möchte ich mit uns beten. Und ich möchte dich einladen, dass du das in dein Herz nimmst, auch diesen Impuls von heute Morgen. Wo sind die Bereiche deines Lebens, die du nur noch grün anstreichst, aber wo das Leben Gottes schon lange nicht mehr drin ist? Aber du merkst, Gott ruft dich und sagt, hey, stell mir dein leeres Gefäß wieder zur Verfügung, dass ich das füllen kann. Gib mir diesen leeren, diesen Mangelbereich in deinem Leben, den du nicht füllen kannst, aber komm doch zu mir und lass ihn mich füllen. Bitte doch mich, mit meinem Geist, mit meiner Kraft, mit meiner Liebe, mit meinem Frieden da reinzukommen. Herr Jesus, ich danke dir. Du sendest dein Wort und es macht uns gesund. Du sendest dein Wort und es macht uns frei. Du sendest dein Wort und wir spüren deinen Heiligen Geist, wie er in uns Leben schafft. Wie alte Gedankenmuster zerbricht und wie neues Leben sich Bahn brechen wird.
Herr, und wir kennen so viele Bereiche unseres Lebens, wo wir mit Mangel zu kämpfen haben. Du lädst uns heute Morgen ein und sagst zu uns, was willst du? Und dann fokussierst du uns und bringst unseren Blick auf das, was du uns gegeben hast. Und forderst uns heraus, das in Bewegung zu bringen. Um dann vom Himmel her übernatürlich alle Möglichkeiten einzusetzen. Herr, wir brauchen dein Eingreifen. Aber du, Herr, brauchst unseren Glauben und unseren Gehorsam. Heute sind wir hier. Jesus, und ich möchte beten, wie unsere Alten das immer gesungen haben. Alles will ich Jesus weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. Dir, mein Herr, meinem Gott, meinem Heiland, will ich alles weihen. Geist Gottes, ich danke dir, dass du hier bist, dass du das Wollen und das Vollbringen gibst. Amen.